Willkommen zurück zu SFS Colony, eine weitere Folge. Ja, heute haben wir die Mission 4 am Start. Und zwar fliegen wir heute zur Sonne und bringen dort diese kleine Raumstation hier drüben hin. Ihr seht, das ist an sich nicht viel, aber es ist ziemlich schwer zur Sonne zu kommen. Daher muss man da ein bisschen, ja, sparsam umgehen. Ihr erinnert euch, wir haben das quasi in der vorletzten Folge designt. In der letzten Folge haben wir das hier an die MS-Kolonie angebaut. Und jetzt haben wir hier quasi Station und dann bringen wir sie zur Sonne. Das wird eine ganze Menge Treibstoff benötigen, deshalb haben wir hier die großen Treibstofftanks alle voll gefüllt. Und zusätzlich noch die Landemodule. Dieser gesamte Treibstoff wird tatsächlich alles nötig sein, um eine, ja, erfolgreiche Mission durchzuführen, um diese 60 Tonnen, die hier sind, in den geplanten Orbit zu bringen. Dieser Orbit beträgt 3 Millionen mal 200.000 Kilometer. Also er ist schon stark elliptisch, aber wenn man diesen Orbit quasi kreisförmig machen würde, dann würde da so extrem viel Treibstoff für drauf gehen. Und wir müssten wirklich eine winzig kleine Raumstation bauen. Daher wird das halt eben ein elliptischer Orbit. Aber ich denke mal, der wird trotzdem noch ganz gut dazu da sein, um die Sonne einigermaßen zu erforschen. Jedenfalls, das wird die heutige Folge und das wird auf jeden Fall, zumindest für mich, eine sehr, sehr lange Aufnahmezeit. Keine Ahnung, so eineinhalb Stunden. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefällt und dass ihr einfach mal dabei bleibt. Und dann würde ich sagen, geht es los.
Und da sind wir wieder zurück im Erdorbit. Ihr seht die 55 quasi Kilometer an Orbit, die wir hier haben. Und wir haben noch eigentlich relativ viel Treibstoff übrig. Den hätte ich natürlich noch sehr schön nutzen können, um quasi die Station noch weiter in einen noch niedrigeren Orbit zu bringen. Aber letztendlich haben wir eigentlich schon das geschafft, was wir machen wollten. Ihr habt gesehen, ich habe eine gigantische Menge an Venus-Flybys genutzt, um quasi jedes kleine bisschen an Treibstoff zu sparen. Und letztendlich haben wir hier tatsächlich noch einen halben Tank voll. Daran kann ich jetzt nichts mehr ändern. Ja, daran ist wirklich nichts mehr zu verändern. Ihr seht, wir haben hier die Sonnenstation. Das hat nicht ganz hingehauen mit dem Orbit. Ich hätte natürlich ganz gerne das mit einem perfekten Orbit gehabt. Jedenfalls hier haben wir die Station und jetzt können wir quasi hier schön die ganze Zeit um die Sonne herumkreisen. Ich frage mich, können wir hier den Merkur bewundern? Beziehungsweise können wir das mal kurz ausstellen. So, wer weiß. Merkur ist ein relativ kleiner Planet und er ist auch noch grau. Nicht so wie die Venus. Die Venus ist ja sehr, sehr hell. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir können den Merkur nicht erkennen. Ist einfach zu klein und noch ein bisschen zu weit weg. Ja, man kann nur die Sonne sehen. Naja, egal. Jedenfalls können wir einfach mal hier zur Periapsis gehen und uns dort die Sonne mal anschauen. Die sollte jetzt so gigantisch groß gleich ins Bild reinspringen. Weiß nicht, wo die gerade ist. Wo sie gerade herumhängt. Oh, da haben wir die Sonne. Und das ist schon wirklich ein bisschen gruselig. Wir sind extrem nah an der Sonne dran. Ja, hier knapp 160 Kilometer. Also ich hatte tatsächlich noch ein bisschen mehr Treibstoff, als ich vorher ausgetestet habe. Ich habe mich in einen noch niedrigeren Orbit gebracht. Und jetzt sind wir 160 Kilometer von der Sonne entfernt. Man kann quasi hier schon diesen hellen Schein sehr stark erkennen. Und irgendwann ist es auch einfach vorbei. Spiel ist natürlich nicht ganz perfekt, aber da haben wir die Sonne. Ja, wir sind sehr, sehr dicht dran. Man kann natürlich noch näher dran gehen, solange man nicht selber quasi in die Atmosphäre der Sonne eintritt, passiert da an sich nichts. Aber in diesem Fall habe ich natürlich nicht genug Treibstoff, um wirklich in die Sonne reinzufliegen. Und das war auch gar nicht die Mission. Die Mission war, nah genug an die Sonne ranzukommen, um viel Forschung hinzubekommen. So, dann können wir das auch einmal richtig rum hindrehen. Das sollte so, ein bisschen wieder nach rechts. Ja, so ungefähr. Jedenfalls, das war's mit der Mission, Mission 4 hier, wo wir zur Sonne geflogen sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!